Hallo Freunde der Sonne und willkommen zu meinem nächsten kleinen Tutorial. Ich zeige euch heute, wie man über die Gruppenrichtlinien eine Benutzerbenachrichtigung erstellt, die automatisch bei bzw. vor der Anmeldung erfolgt. Zum Beispiel nützlich bei geplanten Downtimes von Servern, bei Serverwartungen, Software-Updates, whatever. Dazu bin ich hier schon auf meinem virtuellen Domain-Controller. Habe hier unten meine wichtigsten Werkzeuge, unter anderem die Gruppenrichtlinienverwaltung. Achso, und das Ganze werde ich testen. Einmal hier natürlich mit dem Domain-Controller und ich habe hier meine Windows 10 Workstation. Ist auch eine virtuelle. Und hier werde ich jetzt halt so einrichten, dass ich vor der nächsten Anmeldung, muss ich mir mal merken langsam, eine Benachrichtigung kriege. So, jetzt gehen wir erstmal wieder auf den Domain-Controller. Hier haben wir ja schon eine Gruppenrichtlinie, hatte ich ja auch ein Tutorial für gemacht, für Laufwerksmappings und wie man die differenzieren kann, auf welchem Nutzer, bla bla bla. Und da hatte ich auch schon kurz angeschnitten, dass es bei Gruppenrichtlinien Benutzerkonfiguration und Computerkonfiguration gibt. Und ich mache jetzt erstmal eine neue Gruppenrichtlinie. Das ist diesmal keine Benutzer, also keine User-bezogene Richtlinie, sondern eine Client-Computer-Richtlinie. Darum kürze ich die mit CLT ab und sage dann Benutzerbenachrichtigung zum Beispiel. Kann man ja auch mehrere machen, nämlich Benachrichtigung, Office-Update, Benachrichtigung, Server-Neustart. Oder man macht sich eine Richtlinie und passt da mal den Text an. Das zeige ich gleich, wie das geht. Kann man ja machen, wie man lustig ist. So, die erstellen wir jetzt. Dann sagen wir Rechtsklick bearbeiten. Sind jetzt hier im Editor und gehen jetzt über Computerkonfiguration, Richtlinien, Windows-Richtlinien. Ratter, ratter, ratter. Sicherheitseinstellungen. Lokale Richtlinien, Sicherheitsoption und hier die Punkte interaktive Anmeldung, was haben wir hier? Nachrichtentitel für Benutzer, die sich anmelden wollen und interaktive Anmeldung, Nachricht für Benutzer, die sich anmelden wollen. Ne? Nachrichtentitel ist relativ selbsterklärend. Hier vergebt ihr einen Titel. Ich sage jetzt mal, Serverwartung am 1.2.2017. So. Das ist der Titel. Und hier braucht ihr noch die Nachricht. Hier den Haken habe ich ja eben auch gemacht. Setzen, damit die aktiviert wird. Dann schreibt ihr hier rein. Sehr geehrte Damen. Ja, Rechtschreibung. Und Herren, Komma, so. Und jetzt, ganz wichtig, oder vielleicht weiß es ja auch einer, der sich das Video hier anguckt, man kann in dem Sinne keine Leerzeile machen. Wenn ich jetzt schreibe so, ne, sehr geehrte Damen, eine Leerzeile und dann am, 1.2.2017 findet die nächste Serverwartung statt. Bitte melden Sie sich zum Feierabend ab, wie auch immer. So, zack, mit freundlichen Grüßen. Na komm, machen wir es ordentlich. So. Zack, mit Firma. So, wenn ich jetzt sage übernehmen, dann macht er die nämlich raus. Dementsprechend sieht das ein bisschen scheiße aus, wenn die Benutzer das angezeigt bekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendeinen Kniff gibt oder ein Platzhalterzeichen oder sonst irgendwas. Ich mache hier immer halt Leerzeilen und da mache ich einen Punkt rein. Ne? Hier genauso. Zeilenumbrüche macht er. Das ist kein Problem. Also wenn die Zeile hier, keine Ahnung, wie lang die sein soll und so weiter, ne, das macht er. Auch wenn ihr einmal Enter drückt, einen Zeilenumbruch, übernimmt er auch. Aber Leerzeilen macht er leider nicht. Darum mache ich das hier mal mit Punkten. Sieht zwar auch nicht schön aus beim Benutzer, aber es ist ein bisschen besser lesbar. Ja, und wie gesagt, den Text hier könnt ihr anpassen, wie ihr lustig seid. Einmal übernehmen, ich weiß gar nicht, Erklärung.
Wie lang kann, darf der denn sein? Steht da irgendwas? Zum Beispiel Unbenutzer über die Konsequenzen eines Missbrauchs von Firmeninformationen, bla bla bla. Ja. Na gut. Damit haben wir schon mal den Titel und den Nachrichtentext, sind damit im Editor fertig und müssen jetzt in der Gruppenrichtlinienverwaltung diese Richtlinie noch zuweisen. Das hier war eine Benutzerrichtlinie, die haben wir, habe ich der Organisationseinheit Benutzer zugeordnet, weil da meine ganzen Benutzer drin sind. Und meine ganzen Workstations packe ich hier in die OU, Organizational Unit Clients. Darum sage ich hier jetzt Rechtsklick, vorhandenes Gruppenrichtlinienobjekt verknüpfen. Client Benutzerbenachrichtigung. Sie haben, ja. Ja, Ihr PC wurde, das ist schön. So, das heißt, die wird jetzt auf alle Arbeits-, Domain-Computer angewendet, die in dieser Organisationseinheit abgelegt sind. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch weiter differenzieren. Wenn ich sage, ich will nicht alle, sondern, komm, geh weg, authentifizierte Benutzer, weg. Sondern ich möchte, dass der nur auf bestimmte Computer angewendet wird. Und zwar, müsste ich jetzt mal gucken. Machen wir mal nur Computer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der heißt. Win 10. Ne? Also ich habe jetzt hier nur einen, den Win 10. Das ist meine virtuelle Workstation. Aber ansonsten könnte man das halt zum Beispiel auch noch weiter differenzieren nach, was weiß ich, Arbeitsplätzen in der Personalabteilung, wenn die Software der Personalabteilung ein Update bekommt, für die Buchhaltung zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Da, an dieser Anstellung kann man das dann halt differenzieren. Schweres Deutsch. Hier über Einstellungen können wir uns dann nochmal angucken. So, was soll denn hier jetzt gemacht werden? Wenn das denn mal macht. Hallo? Na, irgendwie ist die heute ein bisschen träge, meine Umgebung. So. Keine richtige interaktive Anmeldung. Dann sehen wir hier Serverwartung am 1.2.2017 und sehr geehrte Damen und Herren, am 1.2. und so weiter und so fort. Dann hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, was ich grundsätzlich mache, wenn ich eine Richtlinie geändert oder neu erstellt habe, wie auch immer, einmal auf dem Domain-Controller gleich ein GP-Update force, auch wenn es eigentlich nicht nötig ist. Und entweder man wartet halt, bis die Replikation innerhalb der Domäne gestartet bzw. durchgeführt wurde. Oder man sagt direkt hier Rep-Admin Sync All. Wenn man halt auch mehrere DCs hat. Ich habe jetzt hier eh nur einen. Von daher ist es, ne, ohne jede Meldung, ohne alles. Jetzt muss ich, will ich nur noch mal kurz gucken. Habe ich denn meine Windows 10 Workstation da überhaupt schon in die OU verschoben? Ich habe. Das ist gut. Dann springen wir da direkt drauf. Showing. Ja. Und damit er die Richtlinie übernimmt, gut, müssten wir jetzt theoretisch entweder ein GP-Update force machen. Ist natürlich relativ doof, wenn die Benutzer das machen müssen. Ne? Abgesehen davon, dass viele das wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Oder es wird halt beim nächsten, respektive übernächsten Neustart eh gemacht. Darum starte ich die Büchse jetzt einmal neu. So, mal gucken. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht zu lange. Weil, wie gesagt, heute hat die meine virtuelle Umgebung hier irgendwie die langen Strümpfe an. Ta-ta-ta. So. Komm. Du bist brav. Ja. Ah, ja. Ah, komm. So ist schön. Naja, natürlich noch nicht. So,
dann machen wir jetzt nochmal einen Neustart. Dann hätte ich auch eben schon machen können. Na egal. Und mach, ach, ups. Oh. Aha. So. Dann nochmal neu starten. Hallo? Oh, was ist denn mit der Umgebung heute los, ey? Lange Strümpfe ist gar kein Ausdruck. Das grenzt schon an Arbeitsverweigerung. So, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Cut gemacht, weil das, wie gesagt, ein bisschen lange dauert heute alles. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, warum. Und da haben wir die Meldung. Ne? Wieder, Titel hat man hier, Serverwartung am 1.2.2017. Dann hier, sehr geehrte Damen und Herren, Leerzeile mit dem Punkt, weil sonst macht keine Leerzeile, am 1.2. und so weiter, mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Dann klickt der Benutzer auf OK. Und kann sich dann ganz normal anmelden. Und wurde vorher aber darüber benachrichtigt, dass die Server neu gestartet werden müssen, irgendeine Anwendung nicht zur Verfügung steht, was weiß ich, alle Eingaben protokolliert werden, der E-Mail-Verkehr mitgeschnitten wird, was weiß ich nicht. Ne? Was man den Benutzern halt so mitteilen möchte. Auch wenn es die im Zweifelsfall nicht interessiert. Oh, was ist denn los? Naja gut, er meldet sich jetzt hier weiter an. Ja, die Gruppenrichtlinie haben wir erstellt und mit der Organisationseinheit verknüpft und einen Filter auf die virtuelle Workstation hier gemacht. Ja, die Meldung habt ihr gesehen, wie die angezeigt wird, das mit den Leerzeichen. Wie gesagt, also wenn irgendwer weiß, wie man da einen Platzhalter oder irgendwas reinkriegt oder eine Leerzeile reinkriegt, bitte schreibt es in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Ich habe jetzt zwar nicht großartig recherchiert, aber nichts wirklich gefunden. Ich weiß nur, HTML funktioniert nicht. Das wäre ja wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Und von daher sind wir hier auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch dem einen oder anderen geholfen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal oder vielleicht sogar bei einem meiner anderen Videos auf meinem Kanal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.